Also meine Grundschullehrerin und ein paar andere Lehrer, zum Beispiel Mathelehrerin, ja, die haben mein Leben schon beeinflusst. Eigentlich will ich immer noch jetzt Lehrerin sein. Es war ein Lehrer in einer Klasse, der war für alles zuständig und nur er. In der ersten Klasse, meine Lehrerin war meine Tante. Das war sehr, 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 sehr gut für mich. Ich kann mich in der Grundschule ganz genau erinnern an meine Englischlehrerin, die auch wirklich mein Interesse geweckt hat. Und sie hat mich sehr ermutigt und motiviert, dass ich diese Sprache lerne. Unsere Lehrerin war auch unsere Hortlehrerin. Und ja, weil meine Eltern so lange gearbeitet haben, sie ist mit mir auch nach der Hort in der Schule immer geblieben ist und hat mit mir was zusammen gemacht. Da war keine Lehrerin, das für mich eine Bezugsperson sein konnte, weil wir haben so viel Respekt vor die Erwachsenen gehabt, das verhindert uns, dass wir so ein bisschen näher zu Lehrer oder Lehrerin oder überhaupt Erwachsenen zu kommen. Ich hatte eine französische Lehrerin und sie hat mir meinen Beruf runtergegeben. Ja. Lehrerberuf ist im Iran so sehr anerkannt, so in der Gesellschaft, respektieren die Leute die Lehrer, aber wird nicht gut bezahlt. Sie hat mir lieb an Schreiben gegeben. Das war für mich sehr wichtig. Und leider haben alle Lehrer, Lehrerinnen keine so richtige Bildung, so zu sagen. Manche haben einfach Mathe studiert und dann unterrichten Mathe. Und von Pädagogik und sowas wissen nicht so viel. Als Erzieher kommt darauf an, wann du mit der Schule aufgehört hast. Wenn du Mittelschulabschluss hast, du musst 4 Jahre Ausbildung machen. Also es gibt andere, die machen 5 Jahre, andere 4 Jahre. Also, und wenn man zum Beispiel Abitur hat, dann macht man 3 Jahre. Also das ist fast genau wie hier, manchmal glaube ich noch viel strenger. Also es heißt auch pädagogische Universität und man lernt quasi sein Fach. Es ist nicht so wie in Deutschland, wo man immer, also nicht immer, aber oft 2 Fächer unterrichtet, sondern meistens nur 1. Und ich glaube, ein Bachelor reicht schon aus, um dann in der Schule zu unterrichten, weil wir haben Lehrermangel. Da im Iran so Jungenschule und Mädchenschule ist, dann da sind auch viele Männer, die so in Jungenschule unterrichten und Frauen, aber mehr Frauenberuf. Es gibt viele Frauen jetzt und wenn ich in die Schule gehe auch, es gibt viele Frauen. Aber früher, wenn meine ältere Schwester und Brüder war, ich glaube, das waren viele, viele Männer. Die Lehrer bekommen sehr wenig Geld und deswegen zum Beispiel manche machen auch so 2 Stellen. Also die machen eine Klasse vormittags und eine Klasse nachmittags. Und das ist auch sehr schwer für die Lehrer, weil die haben dann auch nicht genug Zeit, um sich so um die Kinder so wirklich zu kümmern. Solange ich mich daran erinnern kann, das war ziemlich eng. Also das Verhältnis zwischen den Eltern und der Erzieher, also den Kitas. So generell in Russland macht so Grundschullehrerin genauso viel wie die Eltern. Sie wusste alles über uns und was wir so privat machen und was wir lieben und was nicht. Schon in der 7. Klasse und in der höheren Klassen später, das Verhältnis so ein bisschen distanziert wurde, also zwischen den Lehrern und Eltern. Dieses Jahr habe ich dann mit meiner Schwester angefangen, eine Schule zu bauen, weil wir wollen gerne eine andere Erziehung, eine andere pädagogische Lernsystem da anfügen. Ich studiere aber Informatik, was aber auch so viel mit Mathe verbunden ist, aber ich will danach gerne Quereinsteigerin sein und noch ein bisschen Pädagogen werden.